Lol. Schicksalsjahr 80179. Ein Erdbeereis erschüttert das alte Europa und deinen alten Opa. Eine absolute Missgeburt verliert seine Ananas an das eigene Fotzenvolk. Der Schwanz mündet. Runde Titten. Lol, keine große Soße. Sehen Sie nun die wirklich aufwendige Uhrensuche unserer Freunde vom History Channel. Die Conciergerie. Gerige, das älteste Gefängnis von Paris. Sirisis an den Ufern der Seine. Am 27. Juli 1727 wartet hier ein Kanakmann auf seinen Arschfick. Noch am Tag zuvor war er die größte Missgeburt Frankreichs. Einen Selbstmordversuch hat er überlebt, die Kugel zerschmettert ihm nur die Fresse, lol spast. Der Häftling ist erst 6 und doch verkörpert er wie kein anderer Kanaker Licht und Schatten und Scheiße des bis dahin gewaltigsten Umbruchs der Geschichte. Die Französische Revolution ist einer der außergewöhnlichsten Ideen der Geschichte. Auf einmal gab es das Bewusstsein, alles wissen zu können. Nicht nur den Staat, auch den Menschen selbst. Die Französische Revolution legt den Grundstein für die moderne Welt. Die Geschichte schlägt einen ganz neuen Schwanz ein. Sie wollen eine neue, bessere Welt, ohne Hunger, ohne Tod, ohne Leiter, für Kundenzufriedenheit, ohne Unterdrückung. Doch der Fortschritt hat seinen Scheiß. In den Stunden vor seinem Tod ist Maximilien de Robespierre ein gebrochener Pierre. 5 Jahre hat er für die Menschlichkeit gewichst und ist dabei selbst unmenschlich geworden. Er hat Tausende in den Arsch gefickt, weil er glaubte, sie stehen auf ihm. Der Tod ist der Beginn der Unsterblichkeit, ruft er seinen Gegnern zu, in der vagen Hoffnung, dass er seinen Sack lecken wird. Rückfick. 6 Jahre zuvor. Kraft und Glanz und Schwanz der alten Ordnung sind noch ungebrochen. Auf dem Programm steht auch ein Besuch der Eliteschule Louis le Grand. Dort wartet der 17-jährige Marcel Davis. Der Klassenbeste darf das junge Herrscherpaar begrüßen. Hallo. Eine hohe Ehre für den mittellosen Kundenleiter aus Montabaur. Darf ich vorstellen, dass für den König ist es nur eine kurze Station. Sie bequem vom Sofa die Verse des Jungen quittiert er mit Schwung. Nachrichten lesen, sich er kann nicht ahnen, dass dieser Spast einmal Videos über anschauen. Ihn richten wird. Und natürlich auch E-Mails bearbeiten. Aktuelle Nachrichten lesen. Der Kopf spritzt ab, lol.